Moin. Jo, heute mal die Vorstellung vom Benchmade Bone Collector mit Walnussholzgriffschalen. Eigentlich wollte ich das Messer erst in ein paar Monaten vorstellen. Aber aus gegebenem Anlass, da ich es verkaufen werde, ja, heute schon eine Vorstellung von dem Teil. Ich kann vielleicht gleich vorab sagen, dass das Messer absolut Bombe ist, also wirklich ein super geiles Teil. Und wer immer sich mit dem Gedanken trägt, das Bone Collector zu kaufen, der sollte das auch tun. Das ist wirklich ein fantastisches Messer, also von der Optik, von der Performance, große Klasse. Jetzt ist natürlich die berechtigte Frage, warum verkaufe ich es dann? ja, das hat zwei Gründe. A, habe ich ein Messer geordert, das auch wieder ein bisschen was kosten würde, also kosten wird. Also brauche ich einfach ein bisschen Geld und ja, ich verdiene halt nicht genug, um mir alle Messer, beziehungsweise um alle Messer zu behalten, die ich mir kaufe. Und deshalb müssen immer mal wieder Messer gehen. Leider dann auch Messer, die man wirklich spitze findet, die auch wirklich spitze sind. Aber ja, ist einfach so, ist immer doof. Ich wünschte, ich könnte alle meine Messer behalten. Wobei, so gut wäre das auch nicht, dann bräuchte ich schon einen eigenen Raum für all die Teile. Ja, gut, Benjamin Bone Collector, Walnussholzgriffschalen. Der zweite Grund noch, genau. Der Grund, warum das jetzt geht, ist einfach die Größe. Ist ja doch für meine Hände ein bisschen klein. Der letzte Finger rutscht immer rüber, ist ein Dreifingermesser. Liegt eigentlich ganz gut in der Hand und man kann auch noch wirklich gut mitarbeiten. Das ist überhaupt nicht das Problem, aber das neue Messer, das ich mir hole, das hat ja doch eine bessere Ergonomie. Hat sich halt in den letzten paar Jahren für mich dann auch echt herauskristallisiert, dass so ein Messer so eigentlich mindestens eine Gesamtlänge von 20 cm haben sollte, für mich. Sonst passt das einfach nicht. Und hier haben wir 7,5 cm Klinge aus D2 Stahl. Ich kann auch wirklich jeden beruhigen, der Schlimmes hört von D2, also beim EDC-Messer, das man für den normalen Alltag benutzt. Da kann man sich ruhig D2 kaufen, das ist überhaupt kein Problem und das ist auch ein guter Stahl. Also ich habe wirklich schon viele, viele Taschenmesser mit D2 gehabt und hatte da noch keine Probleme. Also und die Benchmade hat ihn auch im Griff, das ist echt kein Ding, da könnt ihr wirklich zugreifen. Und wer andere Erfahrungen damit gemacht hat, der kann es ja einfach mal in die Kommentare schreiben und dann bitte jetzt keine Erlebnisberichte, dass man mit dem Automesser mit D2 rumhantiert hat. Das ist halt nochmal ein ganz anderer Schnack. Ne? Wir reden hier wirklich vom Taschenmesser, das man für normale Schneidaufgaben benutzt und da ist der D2 echt anständig. Gut, Gesamtlänge haben wir hier ca. 18 cm. Nochmal ein paar andere Messer zum Größenvergleich. Das Paramilitary, das 2. Und das Excalibur von Böker. Dann das Opinel 10. Ihr seht schon, die sind alle ein bisschen länger. Und Kershaw Tremor. Und das sind eigentlich auch so die Messer, die oberen vier, die mir doch deutlich besser in der Hand liegen. Und deshalb, wird mich das Bone Collector leider verlassen. Aktuell habe ich das Sascha TL Officer und auch hier ist einfach entschuldigt bitte, ziemlich windig bei uns heute wieder. Ich hoffe, das kommt beim Mikro nicht so übel rüber. Hier haben wir einfach auch wieder, dass das Officer hat ungefähr 20 cm. Das sind einfach die 2 cm am Griff, die mir fehlen, so dass alle vier Finger reinpassen und obendrein hat man hier noch den Fingerzoll, dass man vorne greifen kann, wie beim Military, und das mag ich eh total gerne bei Taschenmessern. Da hat man so ein direktes Gefühl zum Arbeiten. Ich finde das total toll. Gut. So, aber zurück zum Benchmade. Was an diesem Messer wirklich toll ist, und das ist eine Menge,
ist, am wundervollsten sind wirklich die Walnussholzgriffschalen. Die sind ein Traum. Die sind echt ein Traum. Und wenn ich das Bone Collector in groß hätte, wenn das die große Variante wäre, dann würde ich es auch behalten. Dann wäre das gar kein Thema. Das ist wirklich, sieht super klasse aus. Sieht super, super, super mega klasse aus. Ich mag den Gürtelclip sehr gerne. Der Access Lock ist fantastisch. Sehr, sehr schnitthaltig. Hat einen tollen Rücken. Diese ganzen Arbeiten, diese Kerben, diese Einfräsung, die Huppel, das ist schon wirklich klasse für ein Serienmesser. Also da ist man echt schwer begeistert. Und wie so oft bei Ben Schmidt ist einfach die Action vom Access Lock nicht zu toppen. Das macht einfach Spaß. Die Klinge lässt sich sowohl leicht öffnen, obwohl da ein deutlicher Widerstand ist, aber es geht alles so smooth und rastet ganz sauber ein. Ich werde mal ein paar Bilder reinpacken zur Opening Action, und zwar jetzt. Ja, macht einfach Spaß mit dem Teil. Gut, ist bestimmt auch nicht mein letztes Benchmade gewesen, da bin ich mir doch sicher. Ja, und auch, das ist hier dieses Spidey-Hole hat zum Öffnen, mag ich sehr, sehr gerne. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass ich mir die große Variante nochmal hole vom Bone Collector, dann wahrscheinlich mit den ich weiß gar nicht, haben die Mikata oder G10? Ich vermute mal fast G10 Griffschalen. Ja, weil die mit dem Walnussholz, das bekommt man ja gar nicht mehr. Beziehungsweise sehr schwer in Deutschland, da muss man sich schon in den USA umgucken. Ja, der Smooth, Gewicht müssten so um die, ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 100, 110, 115 Gramm sein. Also eine ein gutes Gewicht für ein EDC-Messer. Nicht zu leicht, nicht zu schwer. Die Platinen, die Edelstahlplatinen, kriege ich jetzt bestimmt eingefangen, sind aufgebohrt. Das spart dann nochmal eine Menge Gewicht. Allerdings das ist dann wieder so eine andere Sache. Das Bone Collector ist ja eigentlich, ich glaube, es wurde vom Jäger designt und herausgegeben. Und soll auch als Jagdmesser konzipiert sein. Nur bei all den Ritzen und Kanten und dem Access Lock, also wenn man damit wirklich mal wild aufbrechen sollte, ich weiß nicht, also das zu säubern, das dürfte keinen Spaß machen. Aber gut, das ist ja ein anderes Thema. Da habe ich nichts mit zu schaffen. So, jetzt wird es hier doch ganz schön windig. Wie gesagt, ich hoffe, das ist beim Ton nicht so übel. Alles klar, das war's von mir. Noch ein paar Bilder hinten dran. Benchmade, Bone Collector, bleibt gesund.